Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung war für die Unternehmen sicher ein großer Kraftakt. Es war sicher eine Bürde im Hinblick auf das Aufsetzen neuer Prozesse. Ein Gewinn war es auf jeden Fall insofern, weil das Unternehmen besser sich selbst kennengelernt hat. Die Zeiten, wo der Datenschutz nur so als eine Art Bremsklotz, als ein Projektverhinderer gesehen wurde, die sind definitiv vorbei. Die Datenschutzgrundverordnung hat zwei Herausforderungen für Unternehmen bedeutet. Das erste war ein Erkennen, was passiert eigentlich an Abläufen in meinem Unternehmen, das datenschutzrelevant ist. Wo habe ich Verträge mit Dienstleistern, die ich anfassen muss und die ich ändern muss? Die zweite Herausforderung war eine rechtliche Unsicherheit. Es gibt viele Fragen, zu denen wir auch heute noch nicht Antworten von den Aufsichtsbehörden haben. Und in diesem Feld von Unsicherheit mussten sich Unternehmen bewegen. Unternehmen waren auf einmal gezwungen, sich die eigene Datenverarbeitung auch wieder genauer anzusehen. Wo liegen eigentlich meine Daten? In welchen Bereichen verarbeite ich Daten? Wie lange speichere ich die? Wofür nutze ich diese Daten? Und dieses Data Mapping, das hat enorme Ressourcen im Unternehmen gefressen. Das Bewusstsein im Unternehmen für den Datenschutz hat sich definitiv verändert. Also das Thema Datenschutz wird wieder ernst genommen im Unternehmen, und zwar auch auf Geschäftsführerebene. Wir sehen, dass Ressourcen bereitgestellt werden, das Budget sich verändert, dass auch die Verantwortlichkeiten geschaffen werden im Unternehmen. Heute ist es schon auch durch die Datenschutzgrundverordnung ein Erfordernis, dass die Entwicklungsteams, die Produktdesign-Teams Datenschutz schon gleich von vornherein mit berücksichtigen. Produkte und Dienstleistungen müssen so entwickelt werden, dass sie von Anfang an möglichst datensparsam und schonend arbeiten und immer auf den bestimmten Zweck beschränkt sind, für den die Daten erhoben werden. Das sieht man in vielen Punkten wie vernetzte Produkte, wie autonomes Fahren, Smart Buildings. Das sehen wir aber auch im Bereich Marketing, also bei E-Kampagnen beispielsweise. Das sehen wir im B2B-Bereich genauso wie im B2C-Bereich. Im Prinzip ist es eine Art Dogma, das die ganze Industrie gerade durchzieht. Die Datenschutzgrundverordnung ist noch lange nicht umgesetzt. Wir haben offene Fragen, wir haben viele strittige Punkte. Das heißt, wir werden Gerichtsentscheidungen sehen, wir werden Behördenentscheidungen sehen. Und die Unternehmen sind eigentlich gezwungen, ihre Prozesse dauerhaft anzupassen, darüber nachzudenken, wie kann ich mich immer wieder diesen neuen Herausforderungen, den neuen Erkenntnissen stellen. Durch die technologische Entwicklung, zunehmende Vernetzung, Digitalisierung der Umwelt, haben wir immer mehr Daten in Unternehmen. Wir müssen immer mehr Daten verarbeiten, um Produkte und Dienstleistungen anbieten zu können. Und damit stellen sich natürlich auch ständig neue Herausforderungen, wie ich mit den Daten umgehen kann. In unserer Beratung in den Bereichen Big Data, Artificial Intelligence, Digital Health oder auch Connected Cars sehen wir täglich, dass Unternehmen mit diesen Herausforderungen konfrontiert sind und sich auch Fragen stellen, wie kann ich eigentlich meine Daten, die ich habe, verwerten? Wie breche ich alte Datensilos auf? Wie kann ich die der neuen Verwertung zuführen? Beispielsweise im Gesundheitsbereich, wie gehe ich mit Daten aus klinischen Studien um? Kann ich die weiter den Forschungszwecken zuführen? Im Automobilbereich, was mache ich mit den Fahrzeugdaten in meinem Fahrzeug? Ich glaube, dass in Zukunft der Datenschutz für Unternehmen einerseits eine inhaltliche Herausforderung bleiben wird. Und die inhaltliche Herausforderung wird vor allem auf dem Bereich der künstlichen Intelligenz und der neuen Technologien sein. Ganz praktisches Beispiel: Wenn ich künstliche Intelligenz schaffen will, muss ich der künstlichen Intelligenz etwas beibringen am Anfang. Und dieses Beibringen mache ich sehr häufig mit personenbezogenen Daten. Die zweite große Herausforderung in Zukunft wird in der Compliance liegen. Unsere Landesaufsicht hier in Bayern hat dieses Jahr bis Mitte Mai bereits 2000 Beschwerden von Einzelpersonen über Datenschutzverstöße bekommen. Wenn wir uns überlegen, wie viele das auf das Jahr bezogen sein werden, dann können wir uns vorstellen, wie häufig die Behörde aufgefordert sein wird, gegen ein Unternehmen zu ermitteln und zu prüfen, ob diese Datenschutzverstöße wirklich rechtswidrig waren oder nur behauptet. Und ich glaube, für Unternehmen wird das eine große Herausforderung sein, auch auf diese Beschwerden, auf die Untersuchungen der Datenschutzaufsichtsbehörden zu reagieren. Insgesamt muss man sagen, dass Datenschutzrecht als dynamischer Prozess verstanden werden muss. Es ist also nicht so, dass die Unternehmen sich jetzt einmal auf die Grundverordnung vorbereitet haben, ihre Prozesse überarbeitet haben und damit ist es gut, sondern es wird eine Anforderung an die Unternehmen sein, das fortlaufend zu begleiten, auf neue Entwicklungen zu schauen, sei es durch die Spruchpraxis der Behörden, sei es durch gesetzliche Anforderungen.
man könnte es auch so sagen, Datenschutz wird nicht weggehen, der wird bleiben. Das Spannende an der Datenschutzgrundverordnung oder an dem Datenschutz allgemein ist, dass es bislang noch keine hundertprozentig festen Antworten gibt auf viele Fragen, die Unternehmen haben. Das heißt, wir müssen uns häufig überlegen, was ist ein sinnvoller Ansatz? Wo sind vielleicht Restrisiken, die wir in Kauf nehmen müssen, weil es auch noch keine feste Aussage einer Aufsichtsbehörde gibt, wie darauf zu reagieren ist. Das heißt, wir müssen uns unterhalten, wir müssen technische Ansätze suchen, wir müssen kreativ sein. Und das ist etwas, was auch Juristen immer wieder Spaß macht.